Billy, Sie kennen nicht zufällig die Reihenfolge der paläozoischen Perioden? Oh, natürlich, Jerry. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit, Verlängerung und, Elfmeterschießen. Jawohl. Oh, schon klar. Verstanden. Beeilen Sie sich einfach. Ich weiß doch nicht mal, was ich machen muss, du Pissnelke. Der nächste Aufzug fährt um, sobald ich hier fertig bin. Wie ging doch gleich der Merkspruch? Kamele ohne Socken denken komisch oder so ähnlich. Bla bla bla. Was? 8-3? Jetzt habe ich es wieder nicht gelesen. Ich habe auf Untertitel geguckt. Ja, wollen wir mal. Gehen wir mal hierher. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Ah, da. Uhu. Code funktioniert nicht. Siehe Handbuch. Mach halt. Ja, am besten lauf ich weg. Okay, reden wir noch mit ihr. Erstmal zu sich selbst. Ich muss den Aufzug zum Laufen bringen. Ja, jetzt red ich mit ihr. Ich muss den Aufzug zum Laufen bringen. Soll ich mit ihr reden? Alles gut zwischen Ihnen beiden? Bringen Sie einfach den Aufzug zum Laufen. Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen. Bitte keine Streitereien mehr. Unsere Lage ist doch so schon schlimm genug. Ja, sie ist schlimm. Schlimm wie schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Wenn man das oft genug sagt, dann klingt es gar nicht mehr so schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode Freitag auf der Zeit voraus. Donnerstag, vielleicht beginnt Mittwoch, die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Freitag, 8-3-4-4. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. So, dann gucken wir mal. Da sind auf jeden Fall zwei Vierer drin. Kann ich... Nee, ich kann wieder nicht rechts und links gucken. Selur. Na komm, nimm's halt. Okay, versuchen wir es am Aufzug. Okay, if you say so. Na dann. Wir haben eh bloß drei Möglichkeiten. Also ich hätte nochmal vorgehen können. Vorhin hat es ja so schön vorgelesen am Brunnen. So. Was ist das denn? Altar. Genau. Reset. Input. Reset. Erstmal resetten. Mehr kann ich nicht machen. Komm, lesen wir nochmal ein scheiß Handbuch, also ehrlich. Ich werde es doch wohl noch hinkriegen heute. Wäre doch gelacht. Schlüssel auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Auf Zurücksetzen drehen, den alten und neuen Code eingeben. Eingabe, halten, zurücksetzen, Code. Okay. Okay, okay, okay. Ah, nett. Da. Ja. Eingabe halten, zurücksetzen, Code. Danke jetzt. Auf für Dummies. So. Komm, hopp. Zack, zack. Eingabe. Warum blinkt das eigentlich immer auf? Scheißdreck, der Blöde. So. Halten. Awesome! Da ging was. Zurücksetzen? Alter Code, neuer Code. Oh Mist. Ich muss das falsche Bild gewählt haben. Oh, was kannst du überhaupt? Du kannst ja gar nichts. Jetzt komm. Nimm mal einfach das, was mir am besten erscheint. Die Perm war ganz oben. Also nimm mal Devon. Devon. Nach Devonshire benannt.
Vielleicht. Gut, nimmst du Devon. Versuchen wir es hiermit. Am besten versuch's hiermit. Gut. So. Wollen wir jetzt den Aufzug holen? Holen wir den Aufzug. Awesome. So, dann wollen wir mal. Na? Ja! Piek, piek. Na dann, gib den Code an. Oh Mist. Ich muss das falsche Bild gewählt haben. Tja. Okay. Da ich ja in den Tunneln so gute Erfolgschancen hatte und keinen Plan hatte, was ich mache, muss es ja jetzt das dritte Bild sein, wa? Und das ist die gut alte Perm. Perm? Klingt richtig. Ne, klingt richtig. Das hätte ich auch vorher sagen können, du Affe. Ja komm, kleb's hin. Okay, mein bester Tipp. Ja, das wäre ja auch nur noch das übrig, ne? So, dann wollen wir mal. Du alter, seniler Papa-Bär. So, dann wollen wir doch mal nochmal dieses Spiel hier machen mit dem Peak. Na, komm. Dann holen wir mal den Aufzug. 9, 2, 5, 1. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. 1, 1, 1, 1. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Ah, 5, 5, 5, 5. Okay. Das kann ich mir merken. Endlich mal was, was mich anspricht. Zweimal versaut und trotzdem Gold gekriegt. Awesome. Hey, lassen Sie das zu. Sind Sie verrückt? Jemand könnte es sehen. Nur die Ruhe. Was sehen? Uh-oh. Verdammt, Sie leichtsinniger Idiot. Was war das? Spionageausrüstung oder so? Ganz genau. Streng geheim. Und wenn du irgendwem davon verrätst, muss ich dich töten. Sie werden ihr kein Haar krümmen. War doch nur Spaß. Hey, ich hab den Aufzug zum Laufen gebracht. Wollen wir? Zeit. Was ist hier los? Nichts, alles okay. Ist das eine Dose Rasierschaum in seiner Hand? Oh, die Kleine wird skeptisch. Ach Mann, Schluss damit. Wir müssen endlich los. Wir haben nicht ewig Zeit. Der wird mir immer so unsympathischer irgendwie. Dad, meine Ohren, liebe was ist los? Die Lagunenrotunde liegt in einer Unterwasserumgebung mit höheren Druckverhältnissen. Bitte halten Sie die Nase zu und drücken Sie Luft hinein, um beim Hinabtauchen den Druck auf den Ohren auszugleichen. Dass seine Jacke keine Löcher kriegt. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Unwohlsein oder Schwindel verspüren, informieren Sie umgehend einen Mitarbeiter. Sie meinen einen tiefen Rausch. Das kann passieren, wenn man Druckluft einatmet. Woher weißt du das? Ich hab's in einem Film gesehen. Cool. Wow! Und da fahren wir hin? Sieht so aus. Ich denke schon. Ach, das ist Glas. Erinnert mich ein bisschen an Dead Space. Bloß halt unter Wasser. Mein Gott. Sowas habe ich echt nicht erwartet. Das ist Überraschung. So cool. Hatties bald. So cool, ich will nach Hause. Alles supi, ich heul gleich. Vorsicht, ich gehe vor. Ja, bitte. Cool, seht euch das an. Ein Ich Gitter. Will mit Dr. Hammond sprechen. Nein, das kann nicht warten. Können Sie mich mit Mr. Maguire verbinden? Oder besser mit Peter Ludlow? Bitte beeilen Sie sich. Nein, hören Sie zu. Hier spricht Dr. Laura. Irgendwie gefällt mir ganz und gar nicht, was ich da sehe. Ich bin immer noch vor Ort. Holen Sie jemanden ans Telefon. Ja.
Am besten gehst du mal hin und sagst Hallo. Code gesichert. Mr. Parker, ich will keine Rettung. Ich will den Bombenabwurf nicht verzögern, sondern ihn ganz von verhindern. Von innen verschlossen. Was? Tja. Sie ist nicht kontaminiert, sondern ein Wildreservat. Okay. Diese Tiere sind nicht verseucht. Sie sind stark gefährdet. Was können wir hier machen? Sie hören mir nicht zu. Keiner hört dir zu. Merkst du es eigentlich nicht? Die hören alle mir zu. Okay, hier können wir nichts machen. Aha! Hey Dad, das hier sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Was? Wo? Dad, gut, schau mal, ein fliegender Esel. Was? Wo? Laura, ich bin's, Jerry. Laura? Jerry, ich höre Sie. Gut, dass Sie hier sind. Jetzt wird alles leichter sein. Hey. Was haben Sie getan? Wir werden den Bombenangriff stoppen, Jerry. Diese Insel muss erhalten bleiben. Spinnst du? Sag mal. Du hast doch die Schuss nicht gehört. Die restlichen Überlebenden sind meine Geiseln. 4 andere. 3 Amerikaner und 1 Costa Ricanerin. Ich lasse sie nicht gehen, bis die Pläne zur Bombardierung der Insel widerrufen werden. Alter. Sie haben kein Recht, uns hier festzuhalten. Amen. Rechte sind nur ein ideologisches Konstrukt. Ich will keine philosophische Debatte starten. Welche Rechte haben die Dinosaurier? Haben sie kein Recht darauf zu überleben? Nein. Sind unsere Rechte wichtiger als ihre? Ja. Ich will keine Rechte vergleichen, so majestätisch und lebendig sie sein mögen. Unsere Dinosaurier sind Phantome. Wir haben sie in eine Welt gesetzt, die nicht bereit für sie ist. Und wir müssen sie zum Schutz unseres Ökosystems isolieren und unter Kontrolle halten. Es geht nicht um Rechte, sondern um Verantwortung. Und wir tragen die Verantwortung, unsere Geschöpfe zu erhalten und sie auf ihre Art überleben zu lassen. Billy, wird InGen die Bombardierung abblasen? Wohl kaum. Nicht InGen wirft die Bomben ab, sondern das US-Militär. Und die Kontingenz wird mit einer Biogefährdungsgeschichte verschleiert. Sie schiebt das Unvermeidliche nur auf. Super. Nein! Sie verweigern mir doch die Kooperation. Wenn Sie mir nicht garantieren, dass die Insel erhalten bleibt, dann muss ich drastischere Maßnahmen ergreifen. Das ist doch verrückt. Gut, verbinden Sie mich mit dem Militär. Hallo? Hallo? Ich zeige Ihnen, wie eine Verseuchung des globalen Ökosystems aussieht. Oh. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Was sagen Sie? Werden Sie den Bombenangriff stoppen? Sagen Sie uns, was Sie hören. Tja, Sie haben mich Terroristin genannt. So fängt es für gewöhnlich an. Wie hätten Sie sonst darauf reagieren sollen, wenn wir Ihre Geiseln sind? Laura, es gibt andere Möglichkeiten. Uns gegen unseren Willen hier festzuhalten, um die Dinosaurier zu retten, ist höchst unüberlegt. Sie wissen es doch besser, Laura. Ich weiß, Jerry. Ich weiß, was ich tue. Ich habe unmissverständlich gesagt, was passiert, wenn die Insel bedroht wird. Ich hatte Pläne, die von InGen und der Regierung ignoriert und durchkreuzt wurden. Und jetzt ziehe ich meine Konsequenzen. Laura? Ich lasse den Mosasaurus frei. Sind Sie verrückt? Was? Ein Landsaurier, der ins Festland paddelt, ist eine Sache. Aber Sie sprechen davon, einen Spitzenpredator in über 70% des globalen Ökosystems zu lassen. Es ist nur einer. Wir können ihn wieder einfangen. Bevor er den letzten Buckelwal frisst? Übertreiben Sie mal nicht. Laura, nicht! Das darf nicht wahr sein. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Plan B. Es gibt einen Plan B? Guter Plan B. Ausnahmsweise deiner Meinung. Hopp. Jawohl, Alter. Jetzt geht's ab. Hey! Hau ruck! Und hau ruck! Ich mach dich kaputt! Tut mir leid, Jerry.
Aber um diese Insel und all ihre wissenschaftlichen Schätze zu schützen, muss ich etwas tun. Es ist noch nicht zu spät. Wir können es rückgängig machen.